Rudi Fussi amüsiert sich da schon. Ja, das ist ja eine Lächerlichkeit, wirklich nicht zu überbieten. Weil erstens, hätte das jemand vorher gehabt, dann wäre das nicht 6 Tage vor einer Wahl gekommen, sondern 3 Wochen vorher, weil dann hätte es natürlich eine größere Auswirkung gehabt. Auf den Gedanken muss man mal kommen, dass wenn so etwas auf dem Tisch liegt, auch nur irgendwie den Fokus von diesem Tatsachensubstrat wegzulenken und über was anderes zu reden. Gar nicht. Naja, wenn man sagt, die Journalisten ins Ratenloch und so weiter, dann ist das eine Diktion. Ich möchte nur Objektivität in der Debatte. Ja, ich glaube, dass wir unterschiedliche Begrifflichkeiten haben, was Objektivität in der Realität bedeutet. Aber das ist legitim. Jörg Haider musste als Landeshauptmann zurücktreten, weil er von der ordentlichen Beschäftigungspolitik im Dritten Reich gesprochen hat. Und es gab linke Autoren wie Sebastian Hafner, der in seinem Buch Anmerkungen zu Hitler beschrieben hat, dass die Beschäftigungspolitik damals, nun auch nicht, wenn man Autobahnen baut etc., auch positiv gesehen werden kann. Das heißt, da hätte man sogar noch argumentieren können, naja, der Haider hätte es ja so gemeint. Der musste zurücktreten. Heute sind wir so weit, dass wir in einer Diskussionsrunde, die hast du unabsichtlich wahrscheinlich gesagt, dass sogar der Bundeskanzler jetzt reagiert hat. Und das sagt ja schon alles aus. Also dieses, es ist unerträglich, natürlich muss das zum sofortigen Rücktritt führen, aber diese Herrschaften, die in diesen Burschenschaften sitzen, sitzen jetzt nicht mehr in der dritten oder der zweiten Reihe, sie sitzen in der ersten Reihe der Republik. Sie sind Sektionschef, sie sind Generalsekretär in den Ministerien und das ist etwas, was man schlichtweg der ÖVP zulasten halten muss, weil letztlich hat Sebastian Kurz diese Menschen in die Region geholt. Und wenn sich das jetzt häuft, dass der Innenminister davon spricht, ob unabsichtlich oder nicht, das ist eine andere Debatte, Asylwerber sein konzentriert zu halten. Wenn jetzt das mit dem Herrn Landbauer kommt und andere Dinge, da wird man mit Dingen wie, ja, das war vor meiner Zeit, da war ich 11 Jahre alt, da war ich noch nicht auf der Welt, nicht durchkommen, weil das Amt bringt nicht nur hoffentlich eine gewisse Würde mit sich, sondern auch eine Verantwortung. Und das Amt des Bundeskanzlers im Speziellen, so wie das des Bundespräsidenten und anderer Spitzenrepräsentanten der Republik, hat eine Verantwortung, die weit über die eigenen Lebensjahre hinausgeht, möchte ich meinen. Vor allem, wenn es um das Andenken, Gedenken und den Umgang mit den dunkelsten Kapiteln unserer Geschichte geht. Persönlich glaube ich auch, dass die Auswirkungen auf die Landtagswahlen nicht dramatisch sein werden. Für mich, mich interessiert viel mehr, was sind die bundespolitischen Auswirkungen. Weil alle haben gesagt, ja, die FPÖ hat sich jetzt professionalisiert und schickt das ganze Führungspersonal von Hofer, Kickl, Strache in die Bundesregierung. Was macht Sebastian Kurz? Was erklärt er seinen Leuten, dass mit solchen unerträglichen Leuten eine Regierung gebildet wird? Im Übrigen habe ich heute auch schon getwittert, nur um nicht auf einem Auge blind zu sein. Wer jetzt Sebastian Kurz dazu auffordert, Konsequenzen zu ziehen, kann auch gerne den burgenländischen Landeshauptmann Niesl auffordern, Konsequenzen zu ziehen, weil es gibt nur eine FPÖ und zu glauben, die sei in einem Bundesland weniger schlimm als anderswo, ist doch reichlich absurd. Ich glaube, dass es der Demokratie keinen guten Dienst leistet, wenn jetzt keine Konsequenzen gezogen werden. Und ich bin pass erstaunt, um zum Schluss zu kommen, dass solche Dinge möglich sind und man halt sagt, na gut, ist eh klar, dass das ein Nazi ist, das haben wir eh schon gewusst oder eh schon vermutet. Also, dass die Überraschung erst dann groß ist, wenn einer ein Nazi ist, von dem man es nicht glaubt hätte. Und das halte ich für die Debatte für ein Riesenproblem.